Das ist ein Philips Videopack G7400. Der ist rausgekommen 1983. Am Philips. Ist als Spielkonsole konzipiert gsi. Das Nachfolgemodell vom G7000, wo 1978 oder 79 rausgekommen ist. Das Teil hat sich nicht wahnsinnig weit verbreitet. Im 83 ist der grosse Videospiel-Crash gsi. Und praktisch alles, was irgendwie mit Videospiel, Konsolen und so weiter zu tun hat, ist mehr oder weniger untergegangen. Weil sich Heimcomputer relativ stark verbreitet haben und mehrheitlich dann auf denen gespielt worden ist. Das Gerät schafft mit Kassetten, wo ein bis zwei Spiele drauf sind. In verschiedenen Varianten. Also auf der Kassette da, auf der Videopack 4, ist jetzt Panzerschlacht drauf oder U-Boot-Krieg. Also ja, U-Boot-Jagd. Was wollen wir? U-Boot oder Panzer? Panzer. Panzer. Dann haben wir mal die... So, also man sieht, die Grafik ist grauenvoll. Das finde ich gar nicht nett von dir, da muss ich mich gerade rächen. Also. Die Speicherkapazität dürfte wahrscheinlich relativ klein sein. Ich nehme an, das sind so 8K ROMs oder irgend so etwas, keine Ahnung. Ja. Also nicht wahnsinnig viel Platz. Deshalb ist auch die Grafikqualität wahrscheinlich relativ simpel. 16 Farben, wenn es mir recht ist. Miterlebt, wie das Gerät auf den Markt gekommen ist. Damals hat es noch die Fähre gegeben. Im Zürich, im Messgelände, die Fernseh- und Radioausstellung. Und Philips hatte dort immer einen grossen Stand gehabt. Damals war ein grosser Bereich gewesen, ist der Videopack. Da gerade mehrere von diesen Konsolen sind dann dort gestanden. Und die Leute haben sich darum herumgedrängelt zum Spielen. Es ist ungefähr so, wie wenn heutzutage Nintendo oder wenn Nintendo eine neue Switch rausbringt oder eine neue Xbox bei Microsoft. Irgend sowas. Es hat auch ein Schachmodul gegeben dafür. Die Kassette da hat man rausgezogen, da hat man das Schachmodul hat man da so eingesteckt und das da hat man einfach so in der Kühlrippe da hinten einhängen. So, voilà, hat man das so ein bisschen erweitert mit dem Schachmodul. Dasselbe hier für das Modul, das ist ein Basic-Modul. Schließt man genau gleich an wie das Schachmodul. Es hat da hinten sogar noch ein Kabel dran, an dem hat man können ein Bandlaufwerk anschliessen, damit man seine Daten hat können speichern. Natürlich ist das Programmieren auf dieser Folientastatur ein absoluter Graus. Wahnsinnig Aufwand habt ihr nur 53 Spiele. Ja, damals war das aber relativ viel gewesen eigentlich. Also ich meine, es hat noch von Atari, hat es dann etwa zum gleichen Zeitpunkt hat's eine erste Konsole gegeben. Die haben wahrscheinlich am Schluss mehr Spiele gehabt. Ich wüsste nicht genau, ich habe nie einen Atari gehabt.